So. Jetzt auch noch zwei Karren. Wenn es denn klappt, fahr mich bloß nicht an, dumme Kuh. So, hier können wir direkt wieder durch. Passt doch. Ich weiß heute noch nicht, wie lange ich das hier durchziehen werde. Wir haben jetzt 10 vor 3 schon. Ui. Letzten Tage einiges an anderen Aufnahmen schon mal gemacht. Minecraft, The War Z, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt hatte. Jetzt hier APB. So, was müsste ich denn gleich wieder raushauen? Beziehungsweise morgen eine neue Aufnahme machen. Ja, hatte ich ja schon gesagt, nur noch eine auf Reserve ist dann doch blöd. Und zu einem Let's Test gehört einfach mehr. Ich bin jetzt ein paar Mal durch die Gegend gelatscht. Ein bisschen hier was erklärt, da was erklärt, so wie es ergeben hat. Aber das kann es dann nicht wirklich sein. Ja, passt einfach. Man kann es länger tragen. Hat nicht irgendwann diese extremen Schmerzen denn vom Ohrbügel her. Das, wie man es ja sonst bei diesen Headsets immer hat. Deswegen will ich das ungern ablegen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht als Ersatz mir nochmal das gleiche hole. Auch wenn es schon was älter ist, ist es trotzdem noch top. Also vom Sitzkomfort einfach nicht zu toppen. Ich bedenke, dass ich da damals 120 Euro für bezahlt habe. Und mittlerweile kriegst du die Dinger für 20 Euro hinterhergeschmissen. Naja. So, 412 haben wir jetzt. Ja, rennt mir ruhig alle vor die Karre, damit ich noch schneller abgeben muss, ey, ihr Hampelmänner. So. Nehmen wir den Krankenwagen. Sondern der Romiat aus Deutschland. Scheint mich auf jeden Fall nicht zu verstehen. Bin ich schon mal froh. Aber drei Cops sind hier unterwegs, wie ich da unten entnehmen kann. Die Karre mal weg. Ja, genau. Gib noch richtig Gas, zu Trollen. Hub mich dann noch an. Hier rechts rein und das wird gleich die Abgabestelle wieder sein. Ja, da quer hinten wieder. Jetzt kommt wieder ein Fahrzeug, Pam. Da ging mir wie's aus dem Weg hier. Ach,
502, noch ein, zwei Fahrzeuge, denke ich, wieder eintauschen. Wie gesagt, lieber auf Sicherheit wie auf irgendwelchen anderen Fahrten. Der da hinten geht Schaufenster einschlagen. Bleib ich lieber mein Fahrzeug wegbringen hier. Wo muss ich denn hin? 700 Meter. Entweder war das ein Cop oder... Schauen wir mal, A-Team-Bus. Der gute alte A-Team-Bus. Das ist das, was mich hier so fasziniert, dass du Autos gestalten kannst, wie du magst. Ich gleich hier irgendwo rechts rein können. Ich glaube, da ist es schon. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, aber lauf weg. So, rein hier die Karre. Gut, die haben wir auch. Ein Fahrzeug noch, dann gehe ich wieder umtauschen. Schauen, ob ich mir vielleicht den Krankenwagen da hole. Was an der KP? Ist hier Little China angelangt oder was ist los? Oh, großer Betonmischer. Egal, ich bringe jetzt erstmal den Karren hier weg. Oh, ich bin schon dran vorbei, ey, naja. Gut, nee, kann ich hier lang. Super, trifft sich. Gut. Warum konnte ich ihn gerade nicht nach vorne fahren? Naja, muss ich verstehen. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall umtauschen. Und wie immer, wenn man eine Karre braucht, keine in der Nähe. Egal, klauen wir uns die hier. Pass. Ja, um mal wieder zur PC-Formatierung zurückzukommen. Ich habe mir jetzt übrigens auch eine richtig, richtig fette 3 Terabyte Festplatte zusätzlich gekauft. Also, dass ich auch längere Aufnahmen machen kann. So irgendwann mal eine dicke Aufnahmenacht durchziehen kann. Und ich einfach irgendwann unterbrechen muss, weil meine Festplatte vollgelaufen ist. Oh. Was auch wiederum heißt, dass ich noch mehr Spiele installieren kann. Ich will mal gucken, vielleicht noch Left 4 Dead oder Half-Life Episode 2 oder Half-Life 2 und keine Ahnung, was ich da noch alles auf der Platte finde, beziehungsweise was ich noch an Games finde. Hat ja irgendwann mal überlegt, vielleicht auch Black and White zu zocken, den ersten Teil. Aber da müsste ich dann schauen, ob das überhaupt auf Windows 7 rennt, beziehungsweise irgendwann Treiber dafür runterladen. Oder dergleichen. Mal gucken. So, Runde 3.
Das, was ich jetzt aber mache, ich schnapp mir die dicke Karriere. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle. Oh, ja. Direkt schon Prestigestufe 1 erreicht, naja. Ah, hier irgendwo war der Seiteneingang, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist er doch schon. Hier rein, braucht man nicht einen Umweg fahren. So, 170 direkt mit einem Schwung. Ich sage, die Karren bringen dann richtig doch die Asche. Immer die mit den Specials. Na komm, nehmen wir mal die hier. Wenn die sich schon anbietet, ja gut, ich hätte jetzt auf den Krankenwagen da warten können. Ich muss übrigens heute so lachen, wie ich The War Z-Aufnahme mir angeguckt habe, beziehungsweise habe es hochgeladen und dann zu gucken, ob das alles so funktionierte, weil ich das Gefühl hatte über den Kopfhörer, dass ich da Probleme mit dem Sound hatte. Ob die auch eine Aufnahme sind. Und fing dann irgendwann an zu merken, dass einer hinter mir herrennt. Damals eine Aufnahme. Hab aber so beim Nachhinein anschauen gemerkt, dass der mir schon viel früher hinterher kam. Das ist genau der gleiche Kerl, der mich ja damals... stehen sich hier alle quer, ey. Schon von der Safe-Zone her begleitet hatte, welche ich da in den Dorf traf. Fand ich super, super lustig. Erst im Nachhinein wahrgenommen. Bin dann doch ganz froh. Boah. Dass er doch friedlich gesonnen war. Mich nicht irgendwie mit der bestnächsten Möglichkeit versucht hat, da abzuknallen. Was man ja dann doch gerne mal hat, wenn man bei diesem Spiel unterwegs ist. Wie man ja in der ersten Aufnahmefolge gesehen hatte, durch den Clipping-Fehler, ich auf einmal gesehen hatte, es sind dann Zaun, welche auf mich gewartet hatten. Und ich dadurch dann diese 45 Minuten oder eine Stunde Timeout hatte. 5 Charakteren kann man sich übrigens machen, finde ich geil. Na komm, fahr jetzt bloß nicht los, das krieg ich einen Rappel. Meter zu dieser Abgabestelle. War das vielleicht schon die mit dem Zwischengang? Nee. Da ist die Abgabestelle schon. Rein mit der Karre. Weiß zwar, dass die Colt Sivers-Wagen nicht so viel bringen, aber wir nehmen, was wir kriegen können.
Hier war das auf jeden Fall mit irgendwo den Zwischengang. Da. Wenn mir alle vorne an die Motorhaube latscht, ey, so als Kühlerfigur kann ich auch nichts dafür, ihr Trolls. Ich hier Trollos hoch 3. Meter. $600 auf jeden Fall jetzt. Boah, ist mich echt dran vorbeigehopst hier. Egal. Also bei diesem Spiel hier, All Points Bulletin, ist es auf jeden Fall so. Tagsüber spielt sie eher den Enforcer. Weil du mehr Kriminelle unterwegs hast. Und abends, wenn hier kaum was los ist, spielst du deinen Kriminellen? Oh, ich habe nur einen Titel. Sehe ich etwa wie einer vom Parkservice aus? Ah, das hatte ich auch beim Enforcer schon. Und abends holst du halt den Kriminellen aus der Tasche. Einfach deswegen, weil du da die Chance hast, mit Kohle zu vergehen. Weil kein Enforcer dir über den Weg eiert, beziehungsweise kaum welche. Wie man ja hier sieht, ne? So. Oh, jump, jump, jump around, jump, jump to the sound, jump, jump, jump around, la, 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 la. Will der von mir? Naja, das war einer der drei Bullen. Ist er den Wagen nicht weggebracht. So, und bleibt halt auf der Seite liegen. Jetzt soll ich meinen Krankenwagen da.